Der Pokémon-DLC ist schon einige Zeit draußen, um genau zu sein, seit dem 13. September 2023. Und auch ich habe mich an diesen DLC gewagt und habe mir angeschaut, welche Story-Erweiterung uns hier genau erwartet. Kleiner Disclaimer, diese Review zum DLC wird Spoiler enthalten. Da ich hier auf alles eingehe, was der DLC im Positiven und Negativen zu bieten hat. Wir werden hier nicht wahllos negativ bashen, sondern auch die positiven Sachen beleuchten. Behandelt werden die Themen Design, Story, Pokémon und Performance. Skippt also gerne zu den jeweiligen Parts, nutzt dafür gerne die Timestamps. Design. In dem DLC erreichen wir Kitakami, was in der Einal-Region liegt. Dies wird uns schon von Beginn an direkt erzählt. Mit dem Bus kommen wir in der Kitakami-Region an und was hier direkt auffällt, sind die guten Character-Designs von den wichtigen Charakteren. Und von den unwichtigen Charakteren, naja, sie sehen wie 0815 Schüler aus. Das allgemeine Design von Kitakami, von der Overworld und von den Städten ist ziemlich gut gelungen in meinen Augen. Die Felder vor der Stadt, die Stadt selber und auch die Seen und Höhlen. Es wirkt alles wirklich geografisch natürlich. Der japanische Look der Stadt Midoriya und auch von dem Kulturfest ist natürlich sehr ansehnlich gestaltet. Jedoch ist dies Ganze grafisch sehr unterdurchschnittlich und unterwältigend, auch wenn ein wenig besser als die Paldea-Region. Pokémon. Während der erste DLC von Schwert und Schild, die Insel der Rüstung, 140 Pokémon zurückgebracht hat, der erste DLC von Karmesin und Purpur mit der türkisgrünen Maske nur 96 Pokémon zurückgebracht. Darunter sind die neuen Pokémon Sarpfel oder Sirapfel, wie ihr es aussprechen wollt. Eine weitere Entwicklung von Knapfel, die mit einem saftigen Apfel herbeigeführt wird. Saftig. Das an Fatalité angelehnte Pokémon Morcha und eine Weiterentwicklung Fatalicha. Hier wird die Entwicklung mit einer Teeschale herbeigeführt. Dies kann wie bei Fatalité in zwei Arten gefunden werden, während es bei Fatalité die rissige Kanne oder die löchrige Kanne war, um die Entwicklung zu Mortipod zu ermöglichen. Dann ist hier die simple und die edle Teeschale. Die neuen legendären Pokémon, um die es in dem DLC geht, sind Bonino, Benesaru, Beatori und Ogapon. Nähere Erklärungen zu diesen Pokémon findet ihr im Story-Part. Oninu, das Lakaien-Pokémon, ist vom Typ Giftkampf. Benesaru, das Lakaien-Pokémon, ist vom Typ Gift-Psycho. Und Beatori, ebenfalls als das Lakaien-Pokémon definierte, ist vom Typ Gift-B. Die interessantesten Zurückkehrer aus den anderen Generationen liste ich hier einmal auf. Nehmt sonst gerne den Link aus der Beschreibung, damit ihr sehen könnt, welche noch so zurückgekehrt sind. Also, schauen wir uns die Pokémon an und spielt hier mein Geschmack eine Rolle? Ja, das kann sein. Wir haben Vulnona, Relaxo, Wappo, Quaxo, Kapalores, Pengulis, Rebutak, Milotic, Janmega, Skorgro, Mamutel, Zwirfinst, Meistergriff, Matrifol, Skelabra, Romborg, Donarion, Andelby, Grandiras und Urgel. Morpeko kommt auch zurück. Juhu, noch ein Pikachu-Klon, aber wer mich kennt, der weiß ganz genau, ich hasse Pikachu. Story. Für alle, die nichts von der Story gespoilert bekommen wollen, skippt es gerne genau zu dieser Zeit, dann kommt ihr direkt zu dem Performance-Abschnitt. Um in das DLC einzusteigen, ruft Senior Jim am Anfang des Spieles an, dass man ausgewählt wurde für ein spezielles Programm und dafür an der Akademie abgeholt werden würde. Gesagt, getan, gehen wir hin und lernen Brienne kennen. Eine Lehrerin der Blaubeer-Akademie. Diese liegt in der Einal-Region. Gen 5 Remake. Mit drei weiteren Mitschülern fahren wir also nach Kitakami und hier beginnt auch schon die erste Quest. Wir sollen dem Verwalter Bescheid sagen, dass nach der Reise ein Schüler krank geworden ist. Auf dem Weg werden wir von den zwei neuen Trainern, Hana und Yu, abgefangen. Hana ist eine Trainerin, die Touristen, die Midoriya besuchen, sehr feindselig gegenüber ist. Yo ist ein schüchterner Trainer, der andere aber doch sehr gerne herausfordert. Und er hat ein großes Interesse an einem besonderen Pokémon, dazu später aber mehr. Hana fordert uns zum Kampf heraus. Nach dem Kampf teilen wir dem Verwalter mit, was los ist und dieser eilt zur Bushaltestelle. Wir sollen nun am Gemeindehaus auf den Rest der Gruppe und den Verwalter warten. Hier im Gemeindehaus werden wir für die Zeit, die wir hier sind, übernachten. Nach ein paar langen Texten sollen wir uns am helllichten Tag ins Bett legen und schlafen. Wow. Am nächsten Tag wird angekündigt, dass ein Orientierungslauf stattfindet. Dieser wird damit stattfinden, dass Teams aus verschiedenen Akademien auf jeden Fall gegründet werden. Wir werden mit Yo ein Team bilden, nachdem wir ihn im Kampf erledigt haben. Damit sollen wir drei Stationen ablaufen und erfahren die eigentliche Legende aus Kitakami. Je mehr wir zu der Legende erfahren, desto mehr werden wir involviert. Folgendes nehmen wir von den ersten beiden Tafeln mit. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein gar furchterregender Oni in Kitakami.
Er hatte sein Lager auf dem Berg hinter dem Dorf aufgeschlagen und bedrohte jeden, der es wagte, diesen zu betreten. Eines Tages stürmte der Oni rasend vor Wut den Berg herab und griff das Dorf an. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals waren just zu jener Zeit auch Bonino, Benesaru und Beatori zugegen. Unter Einsatz ihres Lebens vertrieben die drei den Oni und drängten ihn auf den Berg zurück. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit tauften die Dorfbewohner die todesmutigen Recken auf den Namen die drei Gefährten. Sorgsam bestattete man ihre sterblichen Überreste und errichtete darauf zu ihren Ehren Statuen. Der Oni besaß 4 sonderbare Masken, die herrlich funkelten. Je nachdem, welche Maske er trug, ergriff eine andere Kraft Besitz von der Keule, die der Oni schwang. Setzt er die grüne Maske auf, hauchte er welken Pflanzen neues Leben ein. Trug er die rote Maske, verwandelte er das Flämmchen einer Kerze in loderndes Feuer. Fiel seine Wahl auf die blaue Maske, konnte er dem Lauf eines Flusses Einhalt gebieten. Die graue Maske gestattete es ihm, derweil harte Felsen mühelos zermalmen. Ehe die drei Gefährten fielen, gelang es ihnen, sich 3 Masken zu bemächtigen und den Oni so nahezu seiner ganzen Kraft zu berauben. Yo, glaubt an das böse Pokémon und glaubt, da steckt etwas mehr dahinter. Denn nach der zweiten Tafel geht er zur Schreckenshöhle, an der der Oni leben soll. Er geht einfach zu dem hin, der Legende einfach alles verkackt hat. Als wir die Höhle durchgeschaut haben, werden wir jedoch beobachtet. Der Oni? Wer weiß. Yo erzählt uns danach vom Maskenfest und fragt, ob wir mitkommen. Dies ist der Grund, wieso wir ihm nach Hause folgen. Die Großeltern kleiden uns freundlicherweise dann auch mit ein. Eine Maske für das Maskenkulturfest erhalten wir jedoch nicht, da Hana relativ dickköpfig ist. Angekommen auf dem Kulturfest kommt der Oni in die Stadt, da er mitbekommt, dass das Kulturfest stattfindet. Wird es jetzt zum Chaos kommen? Wir schauen uns nun also auf dem Kulturfest um. Jo gibt uns einen kandierten Apfel aus. Wir machen mit bei diesem Oni-Austreibungsspiel vom Kulturfest und schlagen Hanas Rekord im ersten Versuch. Als wir dann den Oni entdecken, gehen wir nach und Hana folgt uns. Gemeinsam erkennen wir also, es handelt sich bei dem Oni anscheinend um ein Pokémon. Dies flieht vor uns, aber Hana möchte tatsächlich geheim halten, dass der Oni tatsächlich ein Pokémon sein könnte. Denn Jo soll nichts davon erfahren. Da der Oni aber hier seine Maske verloren hat, gehen wir damit zurück. Wir sind also wieder bei Hana zu Hause angekommen und während Jo ein wenig abgewiesen wird, damit man das Thema mehr bereden kann, sagt uns der Opa die wahre Geschichte, da wir die Maske bei ihm abgeben. In Wahrheit ist Ogapon friedliebend und hat die Stadt eigentlich beschützt vor den 3 Störenfried. Jedoch sah es am Ende aus, als würden die Störenfriede beklaut worden sein und als sie an die Masken kamen, konnten sie Ogapon in die Flucht schlagen und somit... Der Oni setzte die Maske auf und lief hinab ins Dorf, wohl in der Hoffnung, den Mann zu finden. Dort sah er die 3 Pokémon, die sich mit den herrlichen Masken brüsteten und fiel über sie her. Die anwesenden Dorfbewohner wussten nicht, was sich in der Höhle zugetragen hatte. Sie sahen bloß den herumwütenden Oni und verspürten eine unbändige Angst vor ihm. In ihren Augen schienen die 3 Pokémon das Dorf mit ihrem Leben zu beschützen. Aus Dankbarkeit nannten sie die Pokémon die 3 Gefährten und betteten sie zur Ruhe. Der Oni zog sich unterdessen verwundet und voll tiefer Trauer in seine nun einsame Höhle zurück. Ist diese ganze Legende ein Missverständnis? Das nächste, was nun zu tun ist, ist ein Kristall für die Maske besorgen, da wir sie so reparieren können. Da wir Jo immer noch nichts gesagt haben, wird dieser misstrauisch und reagiert relativ gereizt, da er sich ausgeschlossen fühlt auf einmal. Während wir also den Kristall vom See geholt hatten, sind wir hier wieder am Schrein, vor dem wir gegen Jo nochmal gekämpft haben. Der Schrein der 3 Störenfriede beginnt aufzuleuchten und sie kehren in diese Zeit zurück. Die Stadt reagiert sehr gelassen und sie freuen sich, während sie noch immer nicht wissen, wie es wirklich abgelaufen ist. Sie haben auch immer noch ihre Masken, da die Stadt diese an die Störenfriede wieder abgegeben hat. Damit machen sich Boninu, Benesaru und Beatori auf, um Ogapon die letzte Maske abzunehmen oder auch um ihn zu schikanieren, um ihm die letzte Kraft zu rauben, die es noch besitzt. Wir machen uns also auf und retten Ogapon und besiegen Benesaru. Nachdem wir dann die Informationen beschaffen konnten, wo sie sich befinden, machten Hana und wir uns auf, alle 3 nacheinander zu besiegen, denn sie sind danach geflohen, um ihnen dann halt auch die Masken abnehmen zu können. Eine letzte Prüfung stellt uns Jo, da wir Ogapon durchgehend beschützen konnten und er sich bereits für uns entschieden hatte. Jo möchte hier also Ogapon am liebsten auf seine eigene Reise mitnehmen. Nachdem wir es also nun gefangen haben, nach einem krassen
großen Bossfight gegen es selbst, wo wir einfach jede Maske abgehen mussten, haben wir es mit allen Masken an uns genommen und auch direkt ins Team gepackt für den letzten Kampf gegen Hana in diesem DLC. Ah, kommen wir mit Bandleby. Kommen wir mit Bandleby. Käfer gebrummt. Fatalicia hat mich ganz schön auseinandergenommen. Muss ich sagen. Aber das war das letzte Pokémon. Nice, sehr schön. Ogapon hat gecarried, muss ich einfach sagen. Du bist einfach viel zu stark. Ogapon hat ganz schön hart gecarried und die Gesteinsmaske war eine super Wahl hier. Ja, das ist bitter, aber irgendwie habe ich es schon kommen sehen. Ogapon und du versteht euch richtig gut. Da wird man ja fast neidisch. Am Ende gehen Jo und Hana wieder früher zur Blaubeerakademie zurück, als eigentlich geplant, welche uns in der zweiten Welle des DLCs erwarten wird. Jo wirkt jedoch weiterhin sehr angeschlagen durch die Niederlagen, so wie er zum Schluss dargestellt wurde, und Hana konnte uns ins Herz schließen und akzeptiert uns nun, nachdem sie am Anfang uns nicht da haben wollte im Dorf. Das war einmal die gesamte Story. Sie ist auf jeden Fall nett und bringt auch viel Character Development mit, wie man es jetzt nicht so wirklich gewohnt ist aus Pokémon. Aber mehr als ein netter Zusatz ist die Story somit halt auch nicht. Kommen wir nun aber nach dem relativ positiven Gerede auch zu meinem größten Kritikpunkt, der mich daran zweifeln lässt, ob es sich auch gelohnt hat. Performance. Solange ihr euch also in der ländlichen Gegend befindet und euch nicht zu schnell bewegt und auch den Kristallsee meidet, habt ihr ein sehr flüssiges Gameplay. Aber selbst mit Miraidon oder Koraidon durch die Stadt rennen, lässt Einbrüche merklich entstehen. Und am schlimmsten ist das Gleiten über die Stadt hinweg. Wenn man über die Stadt hinweg fliegt, dauert es länger durch die Stadt durchzukommen, als am Rand der Stadt bis zum Rand der Karte. Das steht in gar keinem Verhältnis. Wenn man am Kristallsee alleine nur steht, in 64 Spiele, liefen damals flüssiger. Fazit, wir haben hier ein sehr cooles DLC mit einer relativ coolen Erweiterung der Charaktere vor allem, die leider nach dem DLC nicht mehr anwesend sind. Die wiederkehrenden Pokémon und auch die neuen sind super ausgewählt. Die Story ist auch solide, wie ich es erwähnt habe, jedoch lindert die Performance, wie ich es bisher noch nie erlebt habe, den ganzen Spielspaß am Ganzen. Daher kriegt dieses DLC keine Empfehlung von mir, damit eine 4 von 10 Punkten. Sollte es euch hier gefallen haben, dann lasst gerne noch eine Bewertung da und abonniert den Kanal, dann können wir in der Zukunft größere Videos angehen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch größere Projekte angehen. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Haut rein, liebe Leute. Bis dann, euer Paddy. Ciao.